CDU-Generalsekretär Paul Ciemiak hat in seiner Rede beim Deutschlandtag der Jungen Union am Samstag in Berlin Mesut Özil kritisiert. Konkret ging es um die Vorbildfunktion, die Özil innehabe. Ciemiak sagte über den ehemaligen Nationalspieler, Zitat, Mesut Özil ist eine Person, die als großes Beispiel für Integration in Deutschland steht. Wer so ein Beispiel ist, der hat auch eine große Verantwortung. Anlass für Ciemiaks Kommentar zu Özil war die Meldung mehrerer türkischen Medien, die am Samstagvormittag verkündeten, dass Mesut Özil den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan als Ehrengast und als Trauzeugen zu seiner Hochzeit im Sommer einlud. Ciemiak wurde daraufhin mit seiner Kritik zu Özil ziemlich deutlich. Wer den türkischen Präsidenten als Ehrengast zu seiner Hochzeit empfängt, der für unser Land spielt, von dem erwarte ich schon, dass er, wenn die Rechte der Staatsangehörigen des Landes, für das er spielt, in anderen Ländern nicht beachtet werden, dass man auch für das Land, für das man spielt und für seine Staatsangehörigen mal seine Stimme erhebt, wenn man ein gutes Beispiel sein möchte. Mesut Özil ist im Juli vergangenen Jahres aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, nachdem er im Mai viel Kritik einstecken musste. Der Grund dafür: Der ehemalige Nationalspieler hatte sich bei einem Charity-Event von Erdogans Partei in London mit dem umstrittenen Politiker und Fußballkollege İlkay Gündoğan ablichten lassen. Erdogan überreichte den beiden Profis damals Trikots. Gündoğan und Özil standen danach massiv öffentlich in der Kritik. Sehr, sehr gute Spieler in ihrer Reihe.